Ich grüße euch und heute auf meinem kleinen Operationstisch liegt ein neues Opfer. Das hier ist ein Alpha Cool Eiswolf 2. Ach gut, der lebt noch, das ist also kein Opfer, sondern das ist frisch aus meinem Testlabor, darf sich noch ein bisschen erholen, er darf auch so ein bisschen vor sich hin blinken. Addressable RGB, was will man machen? Die Masse braucht's, ich brauch's nicht. Ich bin ja schon zwei Tage nach richtig nervengestört von diesem Geblinke. Aber man kann es ja ausschalten, ne? Stecker ziehen und dann ist es aus. Wir leiten heute mal gemeinsam. So, was steckt hier drunter? Das ist ein All-in-One. Jetzt kommt so ein langes Wort. Ein All-in-One Kompakt-Wasserkühler für Grafikkarten. Drunter steckt eine GeForce RTX 2080 Ti. Und die ist ein bisschen fies, ist zwar ein Referenzdesign, aber die kam irgendwann mal so bei mir an und da war zufälligerweise noch ein Engineering-Bias drauf. Also ich kann hier bis zu 450 Watt durchpfeifen, mache ich natürlich nicht. Also wir haben hier zwei Testdurchläufe gemacht im Labor, wie immer 300 Watt und einmal 380 Watt konstant. Geschaut, was passiert mit diesem Kühler, was passiert mit der Grafikkarte, überlebt die es? Ja, sie lebt ja noch. Und wie gut performt dieser neue Kühler? Das ist ein All-in-One-Kompaktwasserkühler, der aber eigentlich aus kompletten, man greift so in das Regal, das ist der normalen Wasserkühlung, baut das hier zusammen und dann kommt man genau auf diesen AlphaCool Eiswolf. Das sind also überwiegend ganz normale Wasserkühlungskomponenten von einer Custom Loop. Es ist also nicht so die kleine übliche Aluminium-geschwängerte Massenproduktion. Also es ist keine Ramschware, das Ding ist Vollkupfer. So, jetzt fangen wir mal hier an, drunter. RTX 2080 Ti, habe ich schon gesagt. Darauf befindet sich ein ganz normaler Wasserblock. Kupfer, vernickelt, ist kein Thema. Acryl, ja, es muss ja auch leuchten. Dann haben wir diesen ganzen RGB. Dann ist hier oben drauf das Pumpengehäuse. Ich lasse euch einfach im Hintergrund immer mal die Bilder mitlaufen. Das Pumpengehäuse, da ist eine LTDC2 drin, die läuft so mit ca. 2600 Umdrehungen pro Minute. Das Datenblatt sagt 2300. Das Lustige ist, man merkt gar keinen Unterschied. Ich gehe jetzt hier einfach mal ran. Ich habe es nämlich mal angeschlossen. Das Lustige ist, diese Pumpe hört man überhaupt nicht. Also ich kann dort mein Ohr drauflegen. Ich merke eine ganz leichte Vibration, wenn ich meinen Finger drauf tue. Mit dem aufgelegten Ohr höre ich auch fast nichts. Wenn ich jetzt so sitze wie hier, ist sie absolut unhörbar. Das ist ganz schön. Ich habe meinen ganz normalen Wasserkreislauf. Hier sind zwei ganz normale aus Kunststoff. Der Hersteller sagt Nylon. Na, denke ich immer an Strümpfe. Schnellverbinder, die kann man also auch trennen. Da kann man in diesen Kreislauf zum Beispiel noch einen CPU-Wasserblock und vor allen Dingen, wenn man das dann macht, noch einen zweiten Radiator reinhängen. So, und hier hinten hängt ein AlphaCool Nexus, ganz normaler Slim-Radiator, ein 240er, 3 cm Durchmesser. Und da sind zwei kleine Pustefixe drauf, diese kleinen Sausebrause, müssen wir nachher noch drüber reden. Die können zwar schön leuchten, sie sind aber relativ vorlaut. Reden wir aber dann separat drüber. Fangen wir ja erstmal an hier mit diesem Gesamtkunstwerk. Mal über das Konstrukt müssen wir schon sprechen. Kommt in einer relativ großen Kiste. Da macht man die Kiste auf und ist alles schön fix und fertig montiert. Man muss sich eigentlich über nichts mehr Gedanken machen, außer wie kriege ich jetzt zum Beispiel meine RTX 2080 Ti oder meinetwegen auch eine RX 5700 XT. Gibt es ja in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Grafikkarten. Wie kriege ich die erstmal sauber auseinander? Und dann muss ich die ja auch noch reinigen und putzen. Und da empfehlen sich dann auch immer die Ohrstäbchen, um dann so diesen leichten Rest dieser Wärmeleitpumpe, die ja vom Standard drauf ist, wegzukriegen. Empfehle mal Isopropanol, so kann man noch so ein bisschen das Ganze sauber kriegen. Man sollte Wärmeleitpasten definitiv nicht mischen. Wenn man mit einer eigenen ankommt, dann muss man sowieso vorher richtig säubern, dass sich das Zeug nicht vermengt. Lieferumfang, was kriege ich jetzt in dieser Riesenkiste? Vormontiert, Block, Pumpe, Schläuche. Auch ordentlich, also es sind keine normalen, Gummischläuche, das ist TPV, nettes Material. Es ist relativ starr, das ist ein bisschen das Problem, aber wir haben ja hier so die kleinen Winkelstücke 90 Grad, da kann man sich das noch richtig hindrehen, es diffundiert relativ wenig raus, also die Flüssigkeit bleibt drin, die verlieren wir auch nicht so schnell. Und
Ganz normal hinten noch der Radiator und dann kriege ich die zwei Lüfter, die muss ich aber eben selber draufschrauben. Alles andere ist schon vormontiert. Dann wären wir nämlich schon beim Lieferumfang. Was gibt es noch außer diesem vormontierten Kompaktwasserkühler, der eigentlich eine richtige, ich sage es mal schon fast vollständige Custom Loop ist. Natürlich vormontiert und vorbefüllt, aber eben alles aus ordentlichen Komponenten. Was kriegen wir noch? Ich kriege noch diese zwei kleinen Addressable RGB-Lüfter, die man hier mit diesem AlphaCool-System so wunderschön zusammenstöpseln kann, dann auch mit der Pumpe. Ja, dann nimmt man so einen kleinen Adapter, der liegt auch noch bei Prezi-Tip, kann man es aufs Motherboard anschließen, ganz normal, 5 Volt Addressable, steckt mal drauf, läuft. Ich habe jetzt mal ein bisschen getrickst, ich habe mir einfach einen kleinen RGB-Controller dran gesteckt und habe es hier am SA da unten. Das heißt also alles, bis auf die Lüfter, läuft und blinkt und tut und auch die kleine Pumpe, läuft voll auf Hochtouren, nur dass ich sie eben, wie gesagt, nicht höre. Gibt's noch? Wärmeleitpaste, klar, braucht man. Ultrasoft Pads kriege ich auch, nämlich in genau dieser Anzahl, wie ich sie benötige. Je nachdem, was ich hier verbaue, 2080 Ti oder eben eine normale 2080, 2070 Super, die kann man da auch drunter schrauben. Und wenn man das dann alles hat, und dann guckt man auch noch so ein bisschen, was brauche ich noch? Schrauben, rede ich auch gleich noch drüber. Die habe ich auch mit dabei. Natürlich erstmal, um die Platine auf diesen Wasserblock zu schrauben. Was haben wir noch? Na, ich kriege die Schrauben für die Lüfter und ich habe auch noch ein paar kleine Schrauben, um dann letztendlich dieses Konstrukt oben in meinem Gehäuse festzuschrauben. So, unten drunter, ich hasse das, aber unten drunter, ich zeige es euch nochmal, ist das komplette Review verlinkt, in Deutsch und in Englisch. Und da seht ihr auch das komplette Datenblatt. Ich werde mich jetzt hier nicht hinsetzen und entblöden und euch diese ganzen Daten vorlesen. Das könnt ihr, wenn es euch wirklich interessiert. Und wenn ihr das wirklich haben wollt, bitte unten einmal anklicken, kommt ihr aufs Datenblatt. Ich habe die komplette PDF, könnt ihr reingucken. Und da steht dieser ganze gesammelte, ich sage jetzt mal, Datenbestand nochmal drin, könnt ihr drauf gucken, da seht ihr wirklich die Lüfter und was haben wir für Durchsätze, bla 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 bla, muss ich euch jetzt nicht geben, na, unten anklicken, dann habt ihr's. So, und das war's im Prinzip auch schon. Dann kriegt ihr noch so einen kleinen, ich sage jetzt mal, Schraubendreher mit. Warum? Hier am Kühler hinten ist noch ein Stopfen. So, da kann man es befüllen, denn man sieht hier, die Karte ist schon, was weiß ich, läuft kurz trocken, ja, füllt mal wieder ein bisschen was rein. Oder aber man denkt so nach ein, zwei Jahren, na, muss man da mal tauschen, machen wir es mal sauber. Oder aber ich hänge noch hier die ein oder andere Komponente rein und spätestens dann, wenn ich jetzt hier noch einen Radiator reinhänge, muss ich es ja dann entsprechend auch wieder ein bisschen befüllen, ist ja Luft drin. Also das Ding nach oben vorsichtig reingießen. Wer Probleme hat mit der Entlüftung, diese Schnellverschlüsse kann man ja auch lösen. Ja, dann muss man es ein bisschen nach oben halten, dann drückt man den Zapfen so ein bisschen. Ich bin hier aus der Kamera raus, drückt man den Zapfen ein bisschen rein, da kommt wieder die Luft, jupp, und schon ist das alles wieder voller Wasser. Ist ganz easy. So, also jetzt haben wir genug drüber geredet. Ich muss ja letztendlich das ganze Ding umbauen und das ist so ein bisschen die Hürde. Ich meine, am Anfang hatten wir es genauso mit diesen Kompaktwasserkühlern für die CPU. Da gab es erstmal so die ein oder andere Berührungsangst. Das gleiche haben wir hier auch mit der GPU-Kühlung. Ja, die meisten haben dann halt so ein bisschen die Angst vor den eigenen Skills, schaffe ich nicht. Kinder, das ist so easy. Schafft eigentlich jeder, wenn er euch nicht gerade so dumm anstellt, wirklich zwei linke Hände habt. Das schafft man. Benefit der ganzen Geschichte ist, die GPU läuft deutlich kühler. Wenn die GPU deutlich kühler läuft, was bringt sie uns? Richtig, ich habe so quasi so eine Art kostenlose Übertaktung, weil nämlich die Boost-Steps entsprechend auch höher gehen. Letztendlich steigt damit auch der Takt. Und wenn der Takt steigt, steigt auch die Performance. Übrigens bei einer sehr ähnlichen Leistungsaufnahme. Ich bekomme also bei einer konstant gleichen Leistungsaufnahme deutlich mehr Bums raus, je kühler diese Karte ist. Habe ja auch schon Untersuchungen dazu gemacht. Bringt eine ganze Menge. Hier in diesem Fall auch. Und so ein kleine Nebenbemerkung. Wenn man das Ganze hier hinten absägt, gibt man einfach Stichsäge, blip, dann kriege ich ja auch eine Quattro oder so eine große Quattro RTX 6000 oder 5000 drunter. Ist im Prinzip die gleiche Platine. Dann hätte ich sogar eine Workstation-Grafikkarte mit einer Kompaktwasserkühlung. Gibt es noch nicht, könnte man sich bauen, hätte man mal wieder was Eigenes. So, zusammenbauen jetzt. War ja voll des Lobes, alles wunderschön bis hier, fasst sich fantastisch an, Verarbeitungsqualität ist okay.
So, und jetzt bauen wir das Ding nämlich mal zusammen. Die alte Karte haben wir ja schon auseinandergeladen, so auseinandergelegt und sauber gemacht und getan. Jetzt lege ich das PCB nach unten. Das hier drehe ich einmal um. Da lege ich zunächst erstmal die Wärmeleitpads drauf. Auf die Stellen, die wir brauchen, je nachdem, was es für eine Karte ist. So, dann kommt die Wärmeleitpaste auf die GPU. Dann drehe ich dieses Ding. Das muss nach oben zeigen, so wie hier ich meine tollen Wärmeleitpads habe. Und dann lege ich die Platine, indem ich sie auch wieder rumdrehe, oben drauf. Vorteil der ganzen Aktion ist, meine Pads, wenn ich die vorher auf die Platine gelegt hätte, die fallen dann runter. So bleiben sie schön liegen und hauen mir nicht ab. Da wird das Ganze verschraubt. Jetzt komme ich zu meinem ersten Kritikpunkt. Nummer 1, Handbuch. Es ist jetzt so, wir haben ja die Originalkarte schon auseinandergeschraubt. Wenn man eine Originalkarte auseinanderschraubt, wird man feststellen, in der Mitte, da wo ich diese mittleren vier Schrauben um die GPU rum löse, hängt die Vapor Chamber dran. Also das, was eine RTX 2080 Ti ja eigentlich primär kühlt. Diese vier Schrauben muss ich natürlich dann auch hier an der Platine nutzen. Und ich habe überall wunderschöne Gewindehülsen drauf. Das passt schon. Handbuch sagt außen. Das ist so Code-Copy, ne, von einem alten Handbuch wieder reinkopiert. Das ist grundfalsch. Wir müssen sie wirklich in der Mitte anziehen. Immer schön hinten gucken. Ihr seht ja auch die Bilder von der Platine. Diese vier Schrauben sind primär, muss man tun. So, erstens. Kleine Irrung und Wirrung mit dem Handbuch. Wenn ich die Schrauben durchzähle, man sollte eigentlich, das hat Nvidia ja nicht aus purem Spaß nach Freude gemacht und Jensen ist auch nicht Mutter Teresa, die geht da nicht mit Federschrauben Mummeln spielen. Nee, die äußeren vier Schrauben brauchen wir auch. Nachdem ich das innen verschraubt habe, muss ich es außen verschrauben und dann fehlen mir genau im Lieferumfang vier Schrauben. Habe ich mit AlphaCool telefoniert, diese vier Schrauben wird es demnächst dann irgendwann auch mal mitgeben. Die sind nicht essentiell, aber sie sind extrem hilfreich, weil dann kriegt man auch eine sehr gleichmäßige Belastung, also einen Anpressdruck auf diese Platine und letztendlich auch auf die Stellen, da wo der Speicher klebt, weil wenn ich es dann später mal einbaue, ihr wisst schon, Space Invaders, habe ich da unten diese kleinen Speichermodule und wenn der Block nicht hundertprozentig da drauf drückt, dann kann das unten drunter unter Umständen ein bisschen cracken, wenn sich ständig erwärmt und abkühlt, würde ich nicht machen, ne? Banding, Problem kennen wir ja. Bitte ergänzt diese vier Schrauben in Eigeninitiative, es wird sich lohnen. Ja, und dann kann es aber sein, dass der Anpressdruck insgesamt auch noch nicht reicht. AlphaCool verwendet hier einen Federschrauben. Ne? Ihr kennt ja schon diese kleinen Schräubchen und dann sind da unten drunter diese Federn. Dann schraubt man das fest, dann drückt es die Federn zusammen, ja, und dann ist es fest. Denkt man. Ich habe hier generell, und das machen ja auch die Grafikkartenhersteller, wenn man mit Federschrauben arbeitet, nehmt Unterlegscheiben. Gibt schöne kleine Acrylunterlegscheiben, die dürfen jetzt auch nicht allzu dick sein, also sagen wir so 0,1, 0,2, bis vielleicht 0,3. Dicker durften sie nicht sein. Dann schraubt man das schön fest. Immer so von innen nach außen, damit es auch keinen zusätzlichen Druck auf der Platine gibt. Wenn man das fertig verschraubt hat, dann kann man es ja schon im Prinzip in Betrieb nehmen. Das Verdongeln mit diesen ganzen Kabeln hier, Addressable RGB, kann man machen, muss man nicht. Für die beiden Lüfter, die drehen bis maximal 2000 Umdrehungen. Das ist natürlich so ein bisschen Balsam für die Ohren. Muss man sich nicht geben, weil dann kommt dann auch der Arbeitsschutz und sagt, nee, das geht ja mal nicht. Dann brauchst du blub, den da. Die kann man aber runterregeln, PWM geregelt. Und da gibt es einen schönen, auch im Lieferumfang, Y-Splitter. Kann man zwei Lüfter auf einen stecken. Das packt man wieder aufs Motherboard. Die Pumpe selber schließt man über eine SATA 12 Volt an. Die kann man nicht regeln. Bin ich auch glücklich drüber. Ihr wisst ja schon, so der Volkssport regelt man die Pumpe runter. Hier muss ich aber nichts runterregeln, weil man hört sie eh nicht. Dafür ist aber der Flow, also der Durchfluss, optimal. Es passt. Dann kann ich das Ding einbauen. Und wenn ich sie denn eingebaut habe, dann kann ich sie auch benutzen. So, jetzt habe ich mich hingestellt im Labor. Habe dieses Teil, so wie man es normal auch einbaut, ein bisschen höher gesetzt. Das hier steckt in meinem Rechner drin und dann habe ich mal gemessen. Und dann habe ich so richtig Bums drauf gegeben und habe mit verschiedenen Einstellungen für die Lüfter gearbeitet. Ich habe also die Lüfterdrehzahlen fest eingestellt. 2000, 1800, 1600, 1400, 1200 und 1000 Umdrehungen pro Minute. So, und da kriegt er jetzt von mir letztendlich auch die Temperaturen plus
die Lautstärke. Denn gemessen habe ich es nämlich auch. Kühlperformance ist ja das eine. Wenn ich mich mit keinem mehr unterhalten kann, das andere braucht man dann auch nicht. Jetzt wird man sich hinsetzen müssen und einen schönen Kompromiss suchen müssen. Und den findet man übrigens auch. Gemessen habe ich das Ganze sowohl mit der GPU-Diode, also das, was hier natürlich auch in dieser Grafikkarte drin ist, hat ja jeder Chip, kann man auslesen. Dann habe ich mir Plausibilitätstest noch einen ganz normalen Sensor drunter geklemmt. Dann kann man so mit so einem netten kleinen Monitoring-Teil sich das noch auslesen. Und dann natürlich auch meine Infrarotkamera. Da habe ich erstmal die Videos gemacht. Haben wir diese ganzen Heatflow-Geschichten angeguckt, wie wärmt sich das aber, was passiert mit der Platine. Und dann bin ich dazu gekommen, ich habe mir die signifikanten Punkte rausgesucht, hinten auf der Rückseite von der Platine, also einmal unterhalb von der GPU, dann haben wir natürlich den jeweiligen Speicher und dann noch die zwei Blöcke mit den Spannungswandlern. Da gebe ich jetzt einmal 300 Watt und einmal 380 Watt frei als Power Limit. Das kriege ich auch konstant ausgelastet. Natürlich geht die Karte nicht drüber. Wissen wir ja wieder, ne? Monitoring Chips auf jedem 12 Volt Rail. Das ist safe, das funktioniert. Dann habe ich das gedacht, okay, machen wir mal einmal Gaming. Läuft mein lieber Freund, der Witcher 3 Ultra HD. Also da wird die Karte so richtig schön gepusht. Ich bin ja bei 300 Watt, 380 Watt und die Karte darf da mal loslegen. Und dann habe ich es noch mit Vormark probiert. Der Unterschied zwischen Vormark und Witcher ist der, beim Vormark habe ich mehr Last auf den Spannungswandlern. Die glühen halt einfach mehr, weil dort mehr konstante Last anliegt. Und wir haben na, logischerweise auch den Speicher ein bisschen heißer. Das heißt, ich kann mir hier auch mal so ein bisschen das Verhältnis zwischen Gaming und Dauerlast angucken. Wie wird die Platine jetzt so indirekt mitgekühlt, ne, über die Spannungswandler und die GPU und den Speicher? Und dann kommen wir mal zu den Ergebnissen. Und das habe ich jetzt schön gekoppelt mit der Lautstärke. Jetzt interessiert mich natürlich erstmal die maximale Performance. Hier kommen 2000 Umdrehungen. Ah, da kommt so ein Schwallgeräusch ans Ohr. Möchte ich mir nicht antun, aber es ist eisekalt, wenn man sich's hier mal genau anschaut, wir sind so im Schnitt, naja, 54 Grad, damit kann man leben, 54 Grad für die GPU bei 300 Watt. So, alle anderen Komponenten, die sind auch relativ kühl, das kann man als Gesamtkunstwerk schon mal so stehen lassen. Diese ganzen einzelnen Bilder, ich habe insgesamt 22 Infrarotbilder gemacht, zeige hier wieder nach unten. Ich habe keine nassen Füße. Das sind die Links fürs Review und dann seht ihr wirklich jedes einzelne Teil nochmal genau dokumentiert. Kann man reingucken, dann seht ihr auch die ganzen Teiltemperaturen nochmal. So, dann habe ich 380 Watt dran gelegt und habe mir gedacht, gut, gucken wir mal, was so passiert. Sind wir bei 61 Grad unterhalb von der GPU oder auch in der GPU selber. Ist auch noch nicht schlecht. Damit kann man leben. Jetzt muss man nämlich davon ausgehen, hier, und das kann man ja messen, hier hinten gibt es ja diesen kleinen Füllstutzen, den habe ich übrigens mal rausgenommen und habe einen Temperatursensor reingeknallt. Also habe ich mal das Delta gemessen. Das Delta zwischen dem Wasser und natürlich hier entsprechend der GPU-Diode. Und das kennen wir ja schon von meinen ganzen anderen Wasserkühlungstests. Also wenn man jetzt in dem Bereich von, ich sage es mal ab 250 Watt aufwärts, habe ich im Schnitt ein Delta zwischen 15 und 17 Kelvin, also Grad, zwischen der Kühlflüssigkeit und innen drin dem Chip, also dem Substrat. Das ist bei Turing relativ viel, ist aber halt so, ich sage jetzt mal, Gott gegeben, da kann man nicht drüber. Das kriegt man auch nicht kleiner hin, das ist okay. Also wenn wir es jetzt angucken, ich sage, ich bin hier bei insgesamt zum Beispiel 54 Grad Celsius auf der GPU, dann ziehen wir mal Freudestrahlen 17, nochmal 15 bis 17 Grad ab. Und dann wissen wir ungefähr, wie warm das Wasser ist. Das ist für Wasser überhaupt keine Hürde. Ja, mit dem Bämpchen kann man leben. Raumtemperatur übrigens 22 Grad, klimatisiert. Dafür habe ich halt das Ding. Kann man also wunderschön vergleichbar messen. Das Dumme ist nur, es ist elend laut. Also über 50 dBA muss ich mir nicht geben, habe ich gemessen. 50 cm Abstand, ne, gereicht. Nee, 53 dBA insgesamt in der Spitze. Mag man nicht. Habe ich mir überlegt, okay, drehen wir mal runter. 1800 Umdrehungen pro Minute. Ist ein bisschen leiser, ist aber immer noch relativ vorlaut. Was passiert? Es steigt ein bisschen an. Naja, so ein Grad geht's hoch. Haben wir 54, einen kleinen Tacken noch drüber.
55 Grad, wenn man das Ganze hier so normal mit 300 Watt laufen lässt. Es ist nicht viel mehr. Also da hat sich kaum was gesteigert. 63 Grad, wenn man jetzt mal das 380 Watt BIOS nimmt, ist auch noch nicht viel. Es ist ein kleines bisschen mehr. Dafür ist es aber auch ein kleines bisschen leiser. Na, Details alle bitte da unten klicken. Jetzt haben wir gesagt, okay, gehen wir mal noch einen Schritt zurück. 1600 Umdrehungen pro Minute. Na, wird es ein bisschen leiser. Wir sind also schon runter auf 44 dBA. Und diese 44 dBA, selber Messaufbau, ist ungefähr das, was mir die Founders Edition von dieser 2080 Ti auch aufs Ohr gepresst hat, also noch original verdongelt worden, dass diese Karte hier deutlich schneller läuft und natürlich auch mit dem 300 Watt ein bisschen mehr saufen darf als die originale Founders Edition, weil die klebt hier schon bei 83 Grad und fängt an zu srotteln. Unser kleiner Eiswolf, der schüttelt sich mal kurz und sagt, ist ein lächerlich, das ist eine Aufwärmübung. Ja, was passiert jetzt hier bei 1600? Sind wir bei 57 Grad Celsius auf der GPU? Ja, ist jetzt auch noch nichts. Wenn die Platine und das ganze Gebammel drumherum interessiert, ne, da unten meine Füße, draufklicken. So, 57 Grad, 300 Watt, geht auch noch. So, dann schauen wir mal zu 65,7, also sagen wir mal 66 Grad, haben wir dann bei 380 Watt. Das ist schon Maximum Perversum, ne? Das ist so das die kleine Extremsituation. 380 Watt ist viel für so eine Karte. Muss man sich auch nicht wirklich geben, bringt auch außen raus nicht mal so viel mehr Performance, aber ist ja schön, dass man weiß, dass man könnte, wenn man wollte, obwohl man nicht müsste. So, das sind 66 Grad bei 380 Watt und 1600 Umdrehungen mit 44 dBA. Machen wir es mal ein bisschen leiser. Okay, runtergedreht, den ganzen Spaß auf 1400 Umdrehungen pro Minute. Was passiert jetzt? 40 dBA, das kommt schon in so einen Bereich, wo man sagt, okay, so leichter Wohlfühlmodus, man kann Gaming machen, wunderbar, 300 Watt, mehr macht ja der Normalkunde im Allgemeinen auch nicht, weil es ja die normale Founders Edition auch gar nicht schafft. Sind wir so 59 Grad Celsius auf der GPU, die Spannungswandler wären schon ein bisschen wärmer, also ein bisschen der kleine Knackpunkt auf diesem Kühler sind, also die ist die lange Spannungswandlerreihe, die sich hier befindet. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ach, wir kommen hier in gefährliche Bereiche, aber man sieht schon auch auf der Platine, dass es ein bisschen wärmer geworden ist. Muss man aufpassen. 1400 Umdrehungen, 40 dpa, für so eine potente Karte geht schon mal. Und wir sehen ja, es leuchtet. Dann schaue ich mal runter, 1000 und, na, ich habe euch ja die 380 Watt unterschlagen, das sind dann 68 Grad, auch das passt noch. Jetzt schalten wir mal runter auf 1200 Umdrehungen pro Minute. Das ist schon relativ leise. Sind wir sogar im Bereich der ganz normalen, guten Custom-Karten mit einer Luftkühlung, wenn sie denn ja noch nicht unter Volllast laufen. Insgesamt sind wir so bei 35 dpa. Da muss man dann schon so ein bisschen in Richtung Luftikus gehen. Das können sie. Die leuchten immer noch wie am ersten Tag, wie bei 2000 Umdrehungen pro Minute. Aber bei 1200 Umdrehungen pro Minute hört man sie schon fast nicht mehr. Also fast. Das ist schon Wohlfühlambiente, allerdings wird es ein bisschen wärmer. So, kommen wir auf 62 Grad bei unserer normalen 300 Watt Variante im Witcher. Im Übrigen, wenn es euch immer so mal die Frage zuckt, was ist jetzt mit dem Vormark? Das Lustige beim Vormark ist, die GPU-Temperatur sowohl bei Vormark als auch bei Witcher ist die gleiche, denn die Leistungsaufnahme ist nämlich auch dieselbe. Der einzige Unterschied ist, beim Witcher verschiebt sich so ein bisschen die Last mehr. Wir haben Spannungswandler, weil wir mehr konstante Lasten haben. Während ich beim Witcher sehr viele Ups und Downs habe, das ist also doch eine sehr sporadische Last. Unterm Strich 300 Watt, 300 Watt oder meinetwegen 380, 380. Hier beim Vormark liegt es aber konstanter an, sodass letztendlich die Spannungswandler ein bisschen wärmer werden und auch der RAM. Es ist aber signifikant nicht viel mehr. Also das sind so kleinere Unterschiede. Das kommt erst, jetzt kommt das Wort signifikant zum Tragen, also deutlicher, wenn man hier in diesen niedrigen Drehzahlbereichen arbeitet. 62 Grad macht der kleine Witcher, wenn er durch die Gegend hoppelt, bei 300 Watt. Das geht in Ordnung.
72 Grad bei 380 Watt. 72 Grad auf der GPU. Da sind wir dann schon so in Bereichen, wo ich sage, okay, also die Spannungswandler sind schon über 80 Grad drüber. Es geht, es passiert nichts, die Dinger können eine ganze Menge mehr ab, aber die Platine ist schon so relativ heiß. Also wir sind ja schon so knapp an der Grenze angeraten, wo ich sage, okay, ich meine, die Hitze wandert ja auch durch das ganze Kupfer und die Layer. Wir haben ja diese Tracks da drin, also die Verbindung zwischen den Spannungswandlern und noch der GPU und diesem Boden. Und da wandert diese ganze Hitze so schön, ne? Copper is a bitch, da so rüber zur GPU. Und was liegt dummerweise drüber? Natürlich der Speicher, da kriegt er von unten im Arsch richtig schön aufgewärmt. Sollte man nicht tun, weil sonst verglüht einem vielleicht irgendwann dann doch der Speicher. 85 Grad ist kein Thema, geht, alles machbar, alles noch im grünen Bereich, aber viel mehr kann man jetzt hier auch nicht machen. Deswegen, jetzt habe ich natürlich mich hingesetzt und gesagt, okay, ich gehe nochmal eine Stufe drunter, 1000 Umdrehungen pro Minute. Ja, da muss man mit dem Ohr schon wieder fast so wie hier vor mit der Pumpe da reinkriechen, weil mit 1000 Umdrehungen hört man die fast überhaupt nicht mehr. Bin also knapp unter 32 dpa. Das ist also Flüstermodus. Dann schauen wir uns mal an. Wärmeentwicklung. 65 Grad für die GPU bei 300 Watt. Ne? Unser Witcher, der Schwert schwenken, rennt da so durch die Peripherie. Passt. Kann man lassen. Auch die Spannungswandler, alles noch im grünen Bereich. Also ich könnte rein theoretisch diese potente Karte auch mit 1000 Umdrehungen pro Minute bedienen. Wenn ich jetzt so meine schöne, kühle, europäische, klimatisierte Raumtemperatur habe. Natürlich ist das Problem, wenn jetzt so Kevin Horst sitzt da unterm Dach, oben kommt die Sonne drauf, das ist wie in Dubai, ne? Hat man so ein Feeling da, Dittelmarstuhl, alles schon durchgeschwitzt, ich habe 35 Grad im Zimmer, dann wird's ein bisschen knapp. Würde ich nicht machen, dann geht man wieder eine Stufe hoch, 1200 Umdrehungen pro Minute, passt auch. So, jetzt sind wir bei 1000 Umdrehungen pro Minute, 65 Grad Maximum. Ich habe ja die 380 Watt einfach nicht mehr gemacht, weil mir meine kleinen Spannungswandler und die RAM-Module auf meinem PCB, das ist ehrlich bezahlt, das will ich jetzt auch nicht kaputt machen, weil das wäre finanzieller Verlust. Dieses Experiment habe ich mir dann einfach mal geschenkt. So, sind wir auch schon durch den ganzen Test. Es lässt sich prima zusammenbauen, es ist eine ordentliche Verarbeitungsqualität, ich kann es beliebig erweitern. Ich kann es schön zusammenschrauben, das Handbuch sollte man nicht ganz so ernst nehmen. Bitte erinnert euch an eure eigene Erfahrung, wenn ihr die alte Karte auseinandergeschraubt habt, wisst ihr schon, was Nvidia so will. Genau so schraubt man es auch wieder zusammen, das mit den fehlenden vier Schrauben. Na, ist ein bisschen für die Tränenfraktion, kann man selber aber auch relativ easy lösen. Bitte Unterlegscheiben nehmen, es lohnt sich. Die Wärmeleitpaste, die beiliegt, die ist okay, ist sowas wie die Gelit GC Extreme, kann man machen, man kann auch Flutsch hinausnehmen. Bitte lasst das mit diesem Flüssigmetall, es bringt hier auch in diesem Fall nicht viel, weil letztendlich die Probleme entstehen nicht unterhalb der GPU, die Probleme entstehen bei den Spannungswandlern. Und die kriegt er mit Flüssigmetall nicht gekühlt, da macht es pitt und dann ist er kaputt. Fazit, es ist eine wunderschöne Lösung. Kann man machen, sollte man machen, man muss auch keine Angst haben, jetzt sowas umzubauen. Es funktioniert. Es funktioniert relativ einfach und es ist vor allen Dingen dicht. Man muss also keine Angst haben, dass einem so die erste Wasserkühlung dann nicht um die Ohren fliegt, sondern dass er ausläuft, undicht wird, wie auch immer. Also so Lecks dann in Richtung Netzteil sind natürlich immer besonders ärgerlich, weil dann macht es auch wieder und dann ist es kaputt. Kann ja hier alles nicht passieren. Kommen wir zur Preisfrage. AlphaCool sagt, okay, kommt jetzt frisch auf den Markt, 194 Euro irgendwas, also knapp 195 Euro. Ja, dann schluckt man erstmal. Ist jetzt nicht günstig. Wenn ich natürlich gucke, na, kriegt man so die All-in-One-Wasserkühlungspoliden für die CPU, kriegt man für unter 100 Euro, kriegt man auch für knapp 200 Euro, das ist immer im selben Preisbereich. Was ich aber hier bekomme, das sind richtige Wasserkühlungskomponenten aus einem Komponentenregal, das ist also nichts schnell zusammengeklatschtes mit Aluminium, das ist Vollkupfer für den gesamten Kreislauf, damit kann man schon leben. Der Radiator ist okay, der ist richtig gut. Ja, Pumpe gefällt mir, weil es ist einer der wenigen All-in-One-Wasserkühlungspumpen. Deutsch, also Deutsch ist eine schlimme Sprache, man kann ja die Wörter so zusammenkleben. Also diese kleine Pumpe, die da drin ist, die ist so leise, die hört man wirklich nicht. Das ist, wenn ich hier alles ausmache, und das Ohr da drauf klebe. Kinder, die ist unhörbar. Das gefällt mir. Die ist einfach nur geil.
Schläuche sind okay. Kabellage und RGB, na, kann man lassen. Man kann es auch ausmachen, man kann es über das Motherboard steuern. So gesehen kriege ich hierfür nicht ganz 200 Euro eine relativ ordentliche, grundsolide Lösung, mit der man arbeiten kann. Bis auf diese Kleinigkeiten, über die ich gerade gesprochen habe, aber das sind so diese Startschwierigkeiten. Ne? Jeder braucht mal so einen kleinen Tritt, bis es richtig funktioniert. In dem Fall, es ist ja alles noch im grünen Bereich. Und wer zu hohe Temperaturen hat, bitte erinnert euch dran, ne? Ich habe gesagt 17 Grad im Schnitt zwischen GPU und Wasser. Wenn jemand mehr hat, und das was weiß ich, bei 1000 Umdrehungen, ja, sind wir dann über 80 Grad, dann habt ihr einfach keinen Kontakt zwischen dem Kühlblock und der GPU. Das ist eine ganz einfache Geschichte, weil diese 17 Kelvin maximal, die hat man eigentlich immer, wenn man es ordentlich verschraubt hat. Ergo, nehmt die Unterlegscheiben. So, sind wir auch wieder durch. Übrigens, ich habe jede einzelne Messung eine halbe Stunde laufen lassen, beziehungsweise dann, als die Durchsättigung erreicht war, also sich die Temperaturen auch über einen längeren Zeitpunkt nicht mehr geändert haben. So, das war mein heutiges Review. Jetzt sind wir beim Freitag. Ich darf da mal runtergehen, den Rest des Tages ein bisschen mich erholen, vielleicht ein bisschen Geburtstag feiern. Ansonsten, ja, der alte Sack wird 56. Ach, was soll's. Kann man sich eine kleine Freude machen. Ich habe schon längst aufgehört zu zählen. Da machen wir heute mal nichts mehr. Ansonsten, vielleicht kommt ja am Wochenende noch was. Da kommt dann wieder so ein Tropfen von oben und man erfährt das ein oder andere. Nächste Woche gibt es natürlich wieder Videos. Es gibt auch jede Menge Reviews auf der Homepage. Wir haben News drauf. Besucht uns mal. Na, da unten lesen. Salvatore, dem ist schon ganz schwindelig von diesem ganzen RGB. Mir eigentlich auch. Ich mache jetzt das Geplimmer aus. Im Sinne, ich wünsche euch was. Tschüss.